Hey Radsportfans, Bock auf einen Blick hinter die Kulissen? Zusammen mit Krombacher 0,0? Dann kommt mal mit! Hallo, bin die Andrea, bin ein Soigneur vom Team. Wir machen alles das, was man nicht sieht. Wir starten morgens mit Essen zubereiten für die ganze Staff. Also alles, was im Rennen mitfährt, an sportliche Leiter, Therapeuten, Mechaniker, Presse, Doktor, Busfahrer, die brauchen ja was zum Essen. Also das machen wir. Dann müssen wir die Reiskuchen machen für die Fahrer während des Rennens. Die werden immer extra hergerichtet jeden Tag. Bananen vorbereiten fürs Rennen, die Verpflegungsbeutel fürs Rennen herrichten, die ganzen Isodrinks, Wasserflaschen fürs Rennen vorbereiten, im Rennen mitfahren, Verpflegungszone machen, im Ziel dann sein und die Fahrer auch sofort eben im Ziel empfangen mit Recovery-Drinks, dann natürlich auch mit eventueller Antidopingkontrolle, Podium, die Fahrer dann auch zu begleiten. Dann ins Hotel fahren, schon mal schauen, Autos anfangen zu säubern. Natürlich auch abends dann die Fahrer zum Massieren und auch zu behandeln. Die wichtigste Behandlung während so einer Grand Tour oder allgemein im Rennen sind natürlich die Beine der Fahrer, damit auch wirklich jeden Tag immer wieder so viel wie möglich regeneriert werden kann, die Schlackstoffe so schnell wie möglich abtransportiert werden können und die Muskeln einfach auch locker bleiben und nicht komplett verkrampfen und verkleben. Natürlich auch Rückenbehandlung, Nackenbehandlung, die leiden ja auch unterm Rennen ganz schön und das ist natürlich auch ganz wichtig, dass das immer mitbehandelt wird. Die Zeit, die sie bei uns auf der Liege verbringen, ist vollkommene Regenerationszeit für die Fahrer. Oft auch mal wirklich nichts sprechen, einfach nur genießen, vielleicht auch mal ein bisschen schlafen. Ab und zu natürlich auch mal ein bisschen Schmerzen haben, wenn man mal ein bisschen fester reingeht, aber das wissen die Fahrer dann schon. Es gibt natürlich ganz extreme Unterschiede von den unterschiedlichen Fahrertypen her. Ja, der Sprinter hat natürlich ganz andere muskuläre Voraussetzungen wie der Bergfahrer oder der Gesamtklassementfahrer. Dementsprechend werden die Beine natürlich auch anders behandelt und auch unterschiedlich von der Intensität her auch behandelt. Also der Sprinter hat ja wesentlich mehr Muskelmasse von der Schnellkraft wie der Bergfahrer von der Kraftausdauer. Ich bin seit 11 Jahren im Team. Der Ralf hat mich angerufen, wie er die U19 damals gebildet hat, weil er einen Physiotherapeuten gebraucht hat. Und schwuppsdiwupsdi war ich im Radsport. Einfach auch, weil es ein richtig cooler Sport ist, coole Sportler, die einem unglaublich viel zurückgeben. Ja, weil es einfach ein total faszinierender Sport ist. Also die Tour ist eines der größten sportlichen Ereignisse, die es überhaupt gibt. Und wenn man da dabei sein kann, auch nicht als Gast, sondern mittendrin, ist doch mega cool. Natürlich ist es mega stressig und man ist eigentlich danach urlaubsreif, aber man hat so viele Eindrücke, auch landschaftlich oder von den Leuten auf der Straße, wie die alle mitfiebern. Und ja, das ist einfach ein ganz besonderes Erlebnis.